Nach einigen Heimniederlagen geriet er in den Verdacht, immer wenn er die Einlasskontrolle an Block 5 macht, verliert der Club sein Heimspiel. Erst das Heimspiel gegen Bielefeld brachte die Änderung, was auch Peter zu würdigen wusste nach dem Spiel. Also hiermit erkläre ich offiziell, dieser Herr ist kein Unglücksbringer, sondern er darf jetzt wieder am Eingang stehen und wir werden das nächste Mal auch wieder zwei Tore mindestens schießen, wo eins zählt, ne? Also fast. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit stand es immer noch 0:0. Zwischenzeitlich ein geschossenes Tor wurde vom VAR nachträglich wieder aberkannt, sodass alle im Stadion befürchten mussten, dass dieses Spiel für jede der beiden Mannschaften einen Punkt mit sich brachte. Aber dann gab es dieses Foul und Mats Möller-Daly schoss den Freistoß. Was dann passierte, schaut es euch selbst an. Mats Möller-Daly. Die reguläre Spielzeit ist um. Und das ist Tempelmann! Und das ist das Tor für den 1. FC Nürnberg! Erstes Saisontor für den Mittelfeldmann vor der Nordkurve, vor den eigenen Fans. Und dieses Tor ist hochverdient. In allerletzter Sekunde belohnt sich der Club für eine Energieleistung. 90 Minuten Dauerdruck. Und hier ist der Moment, wo sich der ganze Druck entlädt. Auf dem Platz, auf der Tribüne und auch bei Clubtrainer Robert Klaus. Der weiß gar nicht, ob er jetzt mitjubeln soll oder nicht. Alte Unge und über mein Tour hat es nicht mehr so läster, gell? Ja, doch, hat ein Ausmessen gegen Hübner. 42, Quattro Tour, mein Lieblingsspieler. Und wenn ihr heute in Bielefeld auflauft auf der Alm, dann denkt bitte an die Schulklasse aus dem Stadtteil Marienberg, die euch am Dienstag im Training besucht hat und euch das mit auf den Weg gab.
Scheiße. Der Max hier grinst. Danke. Der Max hat grinst, wie wenn er zum Kindergarten kehrt. Bei so einem Fan ist Verlieren verboten, oder? Das ist Sache gewesen, ja.